Dann machen wir das für die nächste Folge. So. Ja, dann laufen wir halt erstmal zurück. Und warten jetzt auf den Kurier, der uns immer mal Bescheid gibt, dass wir zu. Nicht zu Hakon, sondern zu dem Typen wieder zurück sollen, der das Ganze ja ins Leben gerufen hat. Und dann geht die Questreihe mit Serana auch weiter. Mal gucken, dass wir jetzt auch richtig laufen. So, da wieder hoch. Wir könnten hier auch die Ecke mal eben nachgucken, was damit noch ist. Ob wir da eigentlich schon Blutsbrüder sind mit den Orks, das weiß ich nämlich jetzt aktuell gerade gar nicht. Kann gut möglich sein, aber wie gesagt, aktuell weiß ich es jetzt nicht. Ja, uns wird wieder kalt, das ist völlig normal. Also es gibt auch keine Klamotten, die dich dauerhaft warm halten, soweit ich das weiß. Man kann mit dem Flammenmantel, komme ich hier wahrscheinlich nicht hoch, ne? Wenn man Magier geskillt hat, also direkt von Anfang an Magie geskillt hat, kann man den eigentlich benutzen, dann kannst du auch unter Wasser tauchen, ohne dass dir kalt wird. Also man kann quasi durchs Wasser, ohne dass man Leben abbezogen, ja, Leben verliert. Meine Fresse, sprechen ist heute schwierig. So, lass mal kurz gucken. Gehen wir links oder rechts rum? Laut Karte müssten wir eigentlich hier irgendwo hoch und könnten dann direkt runterreiten. Weil ich gerade, ob wir da, da werden wir nicht hochkommen. Ne? Wir gehen links rum. Wir gehen links rum. Hier waren wir nämlich schon, das weiß ich. Waren wir noch nicht? Okay. Ey, ich meine, wir waren hier schon. Was sind wir immer gestorben und ich habe mich gespeichert? Wäre nämlich auch gut möglich, dass wir da immer mal verreckt sind. Ich dann gesagt habe, nee, komm, wir nehmen einen anderen Weg. Das wäre auch möglich. Das müsste eigentlich gleich da sein. Das ist nur nicht, ach, so hoch ist das jetzt nicht. Das geht auch so. Ja, das geht noch. Das ist easy. So, ich steig einfach mal ab. Und gehe einfach mal rein. Guck mal, ob die entsprechen. Aber ich sehe gerade keinen. Kann es sein, dass es gerade dunkel ist, dass die eigentlich alle schlafen? Innen, ich sehe aber gerade keinen hier, der das. Hat keiner gesehen. Schnell den Käse essen. Silberrüstung lassen wir mal da. Mein Essen und Gold mitnimmt, das sieht dann keiner so schnell. Okay, das ist das Lagerhaus. Ich glaube, dass sie gerade schlafen. Ne, da lief gerade einer rum. Ich gehe mal kurz gucken. Wo ist sie denn jetzt? Ach, da oben. Kind, bleib doch mal stehen. Mit dir sprechen. Die meisten von uns sind im Langhaus. Kommt am Tag wieder, wenn ihr Handel treiben wollt. Es ist spät, Fremdling. Kommt am Morgen wieder, wenn ihr Geld ausgeben wollt. Die pennen gerade alle. Das ist schlecht. Jetzt weiß ich natürlich nicht wegen der Quest. Wenn ich da jetzt einbreche, sind die pissig. Ah, super. Ah, so viel dazu. Ich will das Lager essen, mich nicht auf. Ach, wir können es auch anders machen. Wie spät haben wir es denn? 2 Uhr nachts. Warten wir mal 6 Stunden. So, alle wieder wach hier. Ich bin ein strenger Verfechter der alten Tugenden. Ehre, Stärke, Taten. Und was hast du in der Hand? Ihr sprecht mit Larak, dem Häuptling von Mor Kasgur. Wie wär's mit einem kleinen Test? Eure Muskeln gegen meine. Ui. Der Verlierer schuldet dem Sieger 100 Goldstücke. Bis warte. Das Problem ist, uns ist gerade kalt. Wir müssen auch mal eben die Waffen. Naja, das ist unsere Bekleidung. Zum nächsten Mal. Ja, ich muss mich mal eben aufwärmen und dann können wir gerne kämpfen. Das ist mir dann recht. Hast du hier kein Lagerfeuer oder sowas? Meine Fresse, das gibt's doch gar nicht. Wir werden dann schon mit kompletter Lebensenergie arbeiten. Na komm, reicht das? Oh, der Helm, wie gut der verbuggt ist. Aber wie sagt man so schön, ist kein Bug, ist ein Future, ne? Die Luft kühlen. Ja, ist mir egal, ob die kühl ist. Unser Leben ist soweit voll, dass das reicht.
So, Selfie in meinem Feuer. Geh zu meiner Schmiedefrau Schuftharz, wenn ihr Waffen oder Rüstungen braucht. Wie wär's mit einem kleinen Test? Eure Muskeln gegen meine. Der Verlierer schuldet dem Sieger 100 Goldstücke. Das wird eine gute Übung. Dann mal los. Los. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ich drücke ganz halt die andere Maustaste mit und es passiert immer, wie der auf die Fresse kriegt. Ich bin direkt ausgekühlt. Läuft. 12 Septime auf den Großen. Lydia, gleich wirst du gefeuert. Ihr habt mich geschlagen. Einen Ork-Häuptling. Erstaunlich. Ja, guten Hunger. Das habt ihr hier. Dann werdet ihr mit einem anderen Häuptling verheiratet. Ich werde doch nicht irgendeinen willensschwachen Ork-Häuptling heiraten. Eher gehe ich zur Armee. Ihr solltet meine Mutter Scharampf besuchen, wenn ihr Heilmittel oder Gift benötigt. Ich beneide euch, Fremdling. Ihr könnt gehen, wann immer ihr wollt. Ja, aber ich muss hier bleiben und auf den Tag warten, an dem ich verheiratet und in eine andere Festung geschickt werde. Das ist bei uns Tradition. Und ich folge der Tradition unseres Volkes mit Stolz. Aber ich fühle mich dennoch wie in Ketten gelegt. Ich müsste mal gucken, ob ich die Sachen... Obwohl, wenn wir neue Ausrüstung finden, könnte ich ihr die ja geben. Mal gucken, ob wir die mitnehmen können. Vielleicht gehe ich eines Tages... Das könnte ich nicht. Damit würde ich Schande über meinen Häuptling, meine Mutter und die Mütter vor ihr bringen. Ihr habt recht. Malakat lehrt uns, unser Schicksal zu akzeptieren. Vielleicht ist das ja meines. Ihr habt schon jemanden, der für euch kämpft. Ihr braucht mich nicht. Ich würde die ganz gerne mitnehmen. Schuftharz kann euch Rüstungsteile schmieden. Ja, warte. Wie kann ich euch dienen, Tane? Was nehmen wir denn mal weg? Das nehmen wir weg. Den Dedra-Boden nehmen wir weg. Die Lagotazine nehme ich auch mal weg. Eine Lydia ist unter das Ding aufgetaucht. Das hat sie gar nicht. Na, oder ist egal, kann sie trotzdem mitnehmen. Das würde ich jetzt behalten. Habe ich jetzt zweimal einen Eisenhelm? Habe ich denn jetzt überhaupt Schuhe dabei? Ich muss nochmal kurz gucken, Sekunde. So, Lydi, wir trennen uns ja mal. Wie ihr nein. Wir brechen auf. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Es ist natürlich die Frage, wo sie hingeht, zu welchem Zuhause. So, nehmen wir mal die Orkin mit. Ich habe ja gesagt, ich würde ganz gerne den Begleiter wechseln. Mögen eure... Dann geht voran. Meinen Stahl habt ihr. Würde mich mal auch interessieren, ob man die heiraten kann. Mein Blut ist ruhig. Mir ist es lieber, wenn es kocht. Gut, dann lasst mal sehen. So, guck mal, die hat ja schon orkisches Schild. Nice. Bierbutter Dietrich. Schlüssel zum Lagerhaus. Den nehme ich dir mal weg. So, Bekleidung. Dann rüsten wir dich mal eben aus. So. Geht dorthin, wo die Herausforderung am größten. Wieso trage ich denn immer noch zu viel? Was habe ich denn noch an Sachen mit dabei, dass ich jetzt zu viel trage? Ach, ich habe hier den Bogen noch nicht gegeben. Bis in den Tod. Gut, dann lasst mal sehen. Wir haben ihr den Bogen noch nicht gegeben. Warte. Stimmt, die Axt habe ich ihr auch noch nicht gegeben. Und die Bezwelle kannst du auch noch haben. Führe so. Uns zu unserer nächsten Aufgabe. Machen wir. Wir gucken jetzt, was unsere nächste Aufgabe ist. Ah, genau. Den Drachen erledigen wollen wir machen. Genau. Das haben wir, glaube ich, das allererste Mal, seitdem wir Lydia dabei haben, den Begleiter getauscht. Ich finde das auch total doof, dass man nicht mehrere Begleiter mitnehmen kann. Eigentlich wollte ich ja einen Fernkämpfer haben. Aber so geht es dann natürlich jetzt auch. So, ich muss mal kurz gucken, wo müssen wir hin? Irgendwo hier hinten runter. Speichern mal im Fix. Ja, müssen wir so ein bisschen die Gegend erkunden.
wir hier noch irgendwas kriegen, eine Höhle oder so. Auf dem Weg zum Drachen. Weil es ist jetzt gerade nicht viel. Viel los, wollte er sagen. Und dann kommt bei ihm direkt hier zwei Sibbelzahntiger. Junge, mit mir im Frosty legst du dich besser nicht an. Wo ist mein Pferd? Was für Hafen seid ihr? Was für Vögel seid ihr denn hier? Schnauze! So, hat irgendeiner einen Zettel dabei? Hinrichtungsbefehl des Statthalters. Bitte was? Ich wusste, sonst kommen die nämlich nicht. So, wo haben wir denn diesen Hinrichtungsbefehl? So. Die waren jetzt relativ einfach zu legen, muss ich sagen. Wir sind schon mal in den verreckt. Aber ich glaube, die Tamo, die kriegt man so irgendwann auf den Hals gehetzt. So. Lass mal kurz gucken, wo sind wir denn jetzt hier aktuell? Wir müssten weiter runter. Die Sprungschanze haben wir schon abgeschlossen. So, das müsste ein Drachengrab sein. Das ist noch nicht aktiv, da wir die Hauptquest noch nicht so weit gespielt haben. Und wir müssten, glaube ich, auch noch mal nach Buswald, soweit ich weiß. Da müssten wir auch noch mal hin. Und irgendwie in die Richtung müssen wir, damit wir den... Ach Leute, ihr nervt. Bis hierher und nicht weiter. Ach, halt die Klappe. So, du auch? Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Da, Kopf ab. Es ist ein Ruhmkarton hier. Ein Orkjäger. Das haben bestimmt die Abgeschworenen gemacht. Ansonsten wüsste ich nicht, wie das sonst gewesen sein sollte, weil hier liegen noch welche. So, wo ist unsere Begleiterin? Ach, da hinten. Ich wollte gerade sagen, Lydia, wo bleibst du denn? Das ist ja nicht mehr Lydia. So, wir müssen... Haben wir mal eine andere Karte? Ich habe da noch keinen Weg. Wir könnten versuchen, hier rüber zu gehen und da ist auch noch eine Ecke, die mir fehlt, sehe ich gerade. Gehen wir mal ein bisschen geradeaus weiter. So geradeaus dann, ne? Ja, ja, ist geradeaus, okay. Ja, waren die Abgeschworenen und dann so tun, als wüssten sie von nichts. Aber ich glaube, die müssten auch hier irgendwo ihr Lager haben. Was haben wir denn hier? Nicht einfach nur ein Pfeil drauf. Ansonsten sehe ich jetzt hier nichts. Ach, schon wieder Wölfe. Falsche Seite. Okay, wie ich jetzt den erwischt habe, ist mir jetzt auch neu. Oder es hat einer mit einem Pfeil drauf geschossen. Soll hier irgendwo eine Höhle geben? Gucken wir doch mal. Ja, ich bin müde. Das ist korrekt. Aber immer so, wenn man Frühschicht hat. Dann ist man halt müde. Und abends kann man dann nicht pennen. Ah, nee, weil er mir gerade sagte, ich bin müde. Und ich gehört, ja, es ist richtig, dass ich müde bin. Ich mach gleich Kaffee. Aber ich glaube, wir laufen in die falsche Richtung, ne? Was denn? Alles gut, keine Panik. Er ist natürlich jetzt auch wieder doof, ne? Schwarzwaldhöhle entdeckt. Okay, wo ist die denn? Ach, da ist die. Okay. Ich wollte gerade sagen, wieder nichts hier Spannendes zu tun. Ich komme mal vom Pferd nicht runter. Jetzt komme ich erst runter. Ich habe gerade gesehen, ich müsste mich mal heilen eben.
Frage ist, was ist in dieser Höhle? Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Okay, ist offen. Das ist der Ausgang. Okay. Na, Leute, ihr müsst mich schon mal hier weglassen. Es wäre sehr freundlich, wenn ihr mich hier vorbeilassen würdet. Das wäre zu freundlich. Hier muss ich da... Ja, aber ich sehe nichts hier, was sie ist. Wenn ich mich gerade gefragt habe, muss ich jetzt hier einfach runterspringen? Alter, das ist creepy. Chill die einfach oben an der Wand. Ich sehe nichts. Ja, das war nicht. Habe ich keinen Zauber für Licht? Ja, Frosty kümmert sich schon drum. Also es ist einfach nur eine Höhle, gerade wo Spinnen drin sind. Was anderes habe ich hier aktuell nicht. Wo kommst du denn jetzt her, Kind? Oh, eine riesige Spinne. Ich bin vergiftet worden, auch nicht schön. Ein bisschen Gold, das ist ja nichts mehr. Muss doch irgendwas hier drin geben, was wichtig ist. Okay, er kommt von der Richtung. Ich bin runtergefallen. Ich habe jetzt leider keine Fackel dabei, sonst würde ich die Fackeln anmachen. Und das Ganze so ein bisschen erleuchten hier, aber ich habe jetzt gerade keine dabei. Das tut mir so ein bisschen leid. Weil alles, was dunkel ist, wird nämlich nachher verpixelt dargestellt. Okay, hier ist ein Lager. Und eine Notiz. Was haben wir denn da drin stehen? Wo ist er denn da? Was haben wir denn da? Oh, Trolle. Gingift. Und ein Bett, sehe ich gerade. Geldbeutel. Und schlafen wir nochmal eben. So, aber ich würde trotzdem mal eben das Licht anmachen. Ne, warte mal, komm mal her. Ihr schaut grimmig rein. Wir gucken immer böse. Gut, dann lasst mal sehen. Wir gucken immer böse. So, warte, kannst du ein paar Fackeln haben, weil dann benutzt ihr die nämlich. Malakat sei Zeuge unserer Taten. Ich müsste mir mal irgendwas zu essen in die Backen schmeißen. So. Oh, von hinten direkt. Ah, okay. Ja,
noch was anderes außer, außer Lydia dabei zu haben. Das heißt, hier laufen irgendwo Trolle rum, aber Trolle sollten für uns eigentlich kein Problem sein. Aber ich sehe hier keine. Also ich meine, wir mussten nachher auch in irgendeine Hülle, glaube ich, für den Pfeil nachher. Oder sind sie doch? Hast du getroffen? Ja komm, mach hier nicht so eine Randale. Komm hier ran an die Bulette, Junge. Ein paar auf die 12. Heute gratis. Extra für dich. Sag ich doch. Extra für dich. Blutige Lumpen. Eine Fackel. Ach, hier muss ja irgendwo was drin sein, dass sich das lohnt, hier reinzugehen. Aber bisher sehe ich jetzt hier nicht, dass sich das gelohnt hätte. Oh, was haben wir denn hier? Ach, es ist genau einer dieser Dinger, was ich gesagt habe. Aber wir können die Quest noch nicht machen. Das geht nämlich nachher dann hoch. Und hier müsste dann nämlich auch ein Geist sein. Mach doch nicht so eine Randale hier. Alle wollen schlafen. Dann brauche ich euch ja nicht helfen. Das macht ihr ja alleine. Ja, ich würde mal sagen, Sackgasse, ne? Das war wohl nichts. Dann müssen wir später nochmal gehen. Das ist nämlich auch DLC-Bereich, soweit ich das weiß. Okay, es ist egal, ob links oder rechts. Okay, da komme ich von da oben rein, aber ich komme hier... Ach doch, da komme ich hoch. Wieder daraus, wo die Spinnen sind und wo die Brücke ist. Wir haben den Wasserfall. Okay, das ist irgendwas von oben. Ich versuche gerade den Weg hier wieder rauszufinden, aber ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige ist. Na doch, scheint der richtige zu sein. Das war jetzt nichts Großartiges. Das war eher eine Sackgasse, würde ich sagen. Komme ich da irgendwo hoch? Wer hochsteigt, der fällt auch tief. Was haben wir da hinten? Da hinten müsste Makas, glaube ich, sein. Oder Makat. Ne, doch nicht. Doch, aber das ist aber nicht die Ecke. Da hinten ist irgendwas anderes. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich hier heile. Runterkomme. Ja. Okay, unser Pferd interessiert das gerade nicht. Ich weiß nicht, ob das kaputt gehen kann. Weiß ich nämlich nicht. Ich glaube, die haben wir da auch noch nicht. Was war das jetzt?
glaube ich, diese Zweiglinge gewesen sein, ne? Die Ecke hier haben wir auch noch nicht erkundet. Gerade irgendwas hinter mir her? Nein. Hier zwar rote Punkte auf der Karte, aber mehr auch nicht. Hatten wir nicht noch irgendwo ein Tagebuch, wo wir da diese Städte erkunden mussten? Die Katharina oder wie sie hieß? Muss man kurz gucken, wo habe ich das denn hier? Oh, wo ist es denn hier? Oder ist das unter verschiedenes? Genau, die Splitter. Wo habe ich denn das Tagebuch? In dem Buch müsste doch stehen, wo die sind. Die hatte irgendwo ein Bild. Zwei. Also wir könnten rein theoretisch gesehen, wenn wir sogar Glück haben, gerade eins von denen gefunden haben. Das könnte sogar möglich sein, dass das einer von denen ist. Wir gehen mal da rein und gucken uns das an. Also ich gehe jetzt schon mal da hoch und dann mache ich mal kurz eine Pause danach. Eben Kaffee machen. Aber das geht ja relativ fix. Ist da jemand? Befallener? Was ist ein Befallener? Ha, hab euch. Ich werde hier wählen. Was hast du denn für Pfeile? Orkische Pfeile. Hast du da gerade mein Pferd an? Ih, der kotzt ja. Ey, kotzt mein Pferd nicht an hier. Bist du doof oder was? Bin's wohl. Wo geht das jetzt hier rein? Ich würde darauf tippen, dass das vielleicht der Eingang ist oder der Ausgang. Wenn ich den Schalter aktiviere, müsste hier eine Falle angehen. Das heißt, der ist das definitiv nicht. Müsste der hier eigentlich sein. Dieser sage ich doch. Ah, ich komme nicht rein. Da komme ich nicht rein, das ist schlecht. Aber das ist doch nicht eins von den vier oder von den zwei, die uns noch fehlen. Komme ich auch nicht hin. Ne, da komme ich, weil das ist hier einfach, ist Falle, pass auf. Ja, also mehr ist das im Endeffekt nicht. Schade, ich habe jetzt gedacht, das wäre jetzt eins von den Sachen, wo wir hingehen könnten. Scheint aber nicht so zu sein. Oder wir müssen weiter nach oben. Ein bisschen nicht mehr kalt. Da habe ich eine Tür, was haben wir hier oben? Habe ich gar nichts. Okay, das heißt, wir haben nur diese eine Tür. Ah, Schlüssel erforderlich. Verdammt. Okay, das war eine Sackgasse. Das war eine, aua, Sackgasse. Verdammt, wie kriegt denn unten das grüne Zeug weg? Ob es dann Schrei oder sowas für gibt? Wir machen jetzt aber eben kurz Kaffeepause. Ich bin gleich wieder da, so 2-3 Minuten. Okay, der war schon mal nicht, das ist schon mal Sackgasse. Aber es gibt irgendwie einen anderen Eingang. Ich werde auch maximal noch eine Stunde machen, weil dann werde ich auch aufhören. Ich muss nämlich noch die Videos schneiden. Muss ich nämlich auch mal irgendwann mal machen, dass ich die Festplatte leer kriege. Gut, dann gehen wir mal oder wir versuchen mal zum Drachen rüber zu gehen. Es ist jetzt aktuell ein bisschen, ja, nichts los, würde ich sagen. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wir finden hier zufälligerweise noch irgendwie einen Eingang.
Aber so wie es aussieht, kommen wir da nicht rein. Wir versuchen gerade aktuell die Quest zu machen. Wir versuchen gerade Richtung Töte den Drachen zu kommen. Wir haben Serana weggebracht. Haben das Angebot von dem Vampirfürsten abgelehnt, weil ich ja sagte, wir wollten ja einen Werwolf machen. Das könnten wir versuchen, morgen in Angriff zu nehmen. Ansonsten werde ich nachher noch eben versuchen, nach Weißlauf zu kommen. Ja, die kann ich weitermachen, aber Serana ist jetzt weg. Erstmal. Und da kommt ein Kurier, glaube ich. Junge, was ist dein Problem? Was ist mit dir los? Das ist ein Berg. Okay, irgendwie scheint der leicht benebelt zu sein von irgendwas. Ich guck gerade, kommen müssen wir jetzt geradeaus oder müssen wir hier hoch zum Drachen? Ich speichere mal eben. Ne, ich glaube, wir sind hier schon richtig. Der müsste hier irgendwo sein. Drachenzahn gerade entdeckt. Aber bitte, ich habe dich getroffen. Frostdrache, gefällt mir gar nicht, dass du ein Frostdrache bist. Schnauze. Brauchen wir eben hier ein paar Tränke. Und wir haben übrigens noch einen Begleiter dabei, also eine Begleiterin dabei. Wo ich noch gucken muss, ob man die auch heiraten kann. Eine Orkin. Eine Orkin. Oh, Kind, du hast aber sehr gut getroffen. Nun aus! Du kannst ja gleich mal gucken, wenn ich den Namen sag. Wo ist sie denn? Sie heißt... Borak der Stehlende. Hier. Ja. Was ich kann es mit Namen und Aussprechen, sind so Dinge, die bei mir nicht ganz so gut laufen. Keine Ahnung. Ich versuche wieder irgendwie so einen Vollspacken bei uns in der Einfahrt zu drehen. Amulett von Mara. Kampf elementare Reiserei. Raserei, meine Fresse. Was ist denn los hier? Die Heile und Co. Und wir müssen mehr zu essen mitnehmen. Also ich weiß nicht, ob man sie heiraten kann. Ja, es ist noch okay. Die ist aus Morkasgur. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ja, Morkasgur eben. Aktuell ist sie mein Begleiter. Wir sind verheiratet. Weil ich die eigentlich cool fand, deswegen habe ich gefragt, ob man die heiraten kann. Wäre ein Charakter, der vielleicht auch mal auf meine Liste kommt, wenn ich mal privat spielen sollte. Aktuell ist er ja nicht die Zeit gegeben. Okay. Wow. Fackeln. Bin begeistert.
Kräftentrank. Okay, dann haben wir das auch schon erledigt. Dann lass uns nach Kartwasten gehen. Dann können wir unsere Vorräte, glaube ich, mal ein bisschen aufstocken. Ja. Alles gut. Wir haben Lydia nämlich weggeschickt und haben ihr die Ausrüstung gegeben von Lydia. Ja, ja, die eine ist ja bei Frauenkindern. Und die Frau ist ja zufrieden, weil sie sagte, den Kindern geht's gut und alles top und so. Was habe ich denn hier entdeckt? Okay. Gehen wir einfach mal rein. Also. Einfach mal rein in die gute Stube. Ich weiß ja nicht, was man so findet. Einen kurzen Schluck getrunken. War ich aber mal Feuer. Abenteurer. Alles klar. Das war knapp. Okay. Ich weiß nicht, aber es wimmelt hier von ihnen. Jede, die ich gesehen habe, war verzaubert. Ich verschwinde hier. Bei Spinnen wird mir ganz anders. Aber magische Spinnen? Bitte nicht. Bleib bitte weg, solange dieser Zauber aktiv ist. Mhm. Magische Spinnen, okay. Weil Leute, die Angst haben vor Spinnen, die würden wahrscheinlich die Quest nicht machen, aber magische Spinnen, oh mein Gott. Ja, stimmt, die würden nicht mal zum Drachenblut werden. Wegen den Spinnen. Also ich finde an Spinnen jetzt nichts Schlimmes. Das sind andere Tiere, die ich nicht mag. Kann sein, dass sie das sind. Also wenn das Internet gleich weg sein sollte, es könnte sein, dass die Leute von der Internetleitung gerade da sind. Frau geht im Gucken. Nein, Rätsel gelöst. Wobei ich auch sagen muss, ich bin kein Rätselfreund, also ich bin bei sowas nicht gut drin. Hä? Warum? Warum fährt man mit dem Sprinter bei uns nicht einfach rückwärts runter? Also. Boah, es ist kein Wunder, dass die Karren bei den Leuten immer so zermackt sind. Ohne Scheiß. Ja, es ist, weil die Leute kein Auto fahren können. Jeder, der so ein bisschen Hirn in der Birne hat, der wird da nicht drehen. Weil die Leute meinen, da könnte man hier mal drehen. Dann machen sich immer schön die Karren kaputt und so einfach sieht dann nach aus wie Sau. Echt, ey.
Bollons manchmal. Ja, doch. Die sollen sie mal lieber reparieren, die Einfahrt. Weil die werden das nochmal aufreißen müssen, hundertprozentig. So, wo muss ich denn jetzt hin? Da waren wir noch nicht, ne? Drüben waren wir, glaube ich, gerade. Hier waren wir schon drin, ne? Genau, hier war... Obwohl habe ich hier schon mal geguckt in den Fässern. Oh, Salz. Salz nehme ich mit. Salz ist sehr kostbar in Skyrim. Habe ich in der Truhe? Ach, die habe ich gerade geplündert, okay. Ein bisschen Licht hier anmachen. Haltet eure Klinge bereit. Ich bin vergiftet worden. Toll. Also es könnte auch sein, dass wir gerade vom Level einfach zu hoch sind. Ich wollte gerade sagen, hier ist hier irgendwie eine Falltür oder so. Die deswegen auch unter anderem gerade so schnell killen hier. Ja, solange sie mir keine Macke in die Karre machen, wenn sie es doch machen, dann gibt es erstmal richtig Theater. Gibt es Anzeige. Die Leute es nicht lernen. Wo habe ich denn meine Flammzauber? Ach, du bist das. Ich habe gerade nur gesehen, dass irgendjemand geschrieben hat. Und habe nicht... Ja, ich habe nur gesehen, dass jemand geschrieben hat. Ich habe noch nicht rübergeguckt. Ich habe ihn ja nicht beleidigt. Sehen wir, ob das funktioniert. Vielleicht etwas mehr... Du wärst etwas mehr hiervon. Ja, Junge. Gut, nun aus. Komm hier, der, bitte was? Wie bitte wo was? Hä? Okay, die Spinnen sind gerade harmlos uns gegenüber. Einige, ach, das ist interessant. Nichts zu fressen hier drin. Ja, ich weiß, dass ich hungrig bin, aber ich habe noch nichts gefunden, was ich essen kann. Wir haben den Ring auch nicht dabei. Oh, ich lass dich mal raus, Kleiner. Okay, weil ich den jetzt rausgelassen habe, sind die aggro geworden? Was läuft bei euch falsch? Steigert die Ausdauer um 50 Punkte. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Oh, Diebesrucksack. Nice. Ihr schaut grimmig drein. Gut, dann lasst mal sehen. Ich gehe einfach mal den Rucksack. Führe uns zu unserer nächsten Aufgabe. Ich bin der B. Überfordert. Dann chillt die Spinne einfach hier oben drauf. Ach, siehst du, apropos Discord, hat Kleine Fee schon Zeit reingeschrieben? Ich habe das noch nicht geguckt im Discord.
Nun aus! Okay. Vielleicht macht es noch, was er ja gesagt hat. Ey, warte mal. Für August war das, ne? Ja, den habe ich jetzt also Safe Game in dem Sinne nicht, sondern meine Sachen waren halt weg, mein Charakter. Ja, ja. Okay. Pack's nachher mit in die Liste rein, der Spiele zum Runterladen, und dann lasse ich den PC nochmal die Nacht laufen. Dann sollte das eigentlich alles runtergeladen sein. Wir kommen jetzt hier runter. Wir sind wieder am Anfang. Kann das sein, dass wir wieder am Anfang sind? Ja, okay, ist abgeschlossen. Wir sind hier durch. Was ist der für eine Folge? Dann mache ich hier gleich einen Folgencut. Beziehungsweise ich mache die Aufnahme eben aus, sobald ich draußen bin. Und dann machen wir noch eine.